Wenn drei Pinguine im Regen stehen, aber nur ein Pinguin einen Regenschirm hat, dann ist es ja selbstverständlich, dass er den anderen beiden einen Platz unter seinem Schirm anbietet. Kommt! Ich bin Pinguin 1 und ich bin der Beste und der Schlauste. Hast du Tränen in den Augen? Das sind nur Regentropfen. Ich bin Pinguin Nummer 2. Aber eigentlich sind wir Pinguine doch alle gleich. Kennst du einen, kennst du alle. Kein Pinguin lässt einen anderen Pinguin im Regen stehen. Ich bin Pinguin 3 und komme ich jetzt ins Fernsehen? Er stinkt. Nein, du bist der Stinker. Du stehst. Nein, du stehst. Regen stehen. Stink. Regen stehen. Hört auf zu streiten. Regen stehen. Regen stehen. Wir wollen niemals, niemals auseinandergehen. Ein Schmetterling. Bei dem hat Gott sich aber mehr Mühe gegeben. Der hat wunderschöne Flügel. Damit kann er überall hinfliegen. Der kann einfach wegfliegen. Das ist doch ungerecht. Achtung, Achtung an alle fehlenden Passagiere. Die beiden Pinguine werden dringend gebeten, sich in der Arche Noah einzufinden. Hallo, ich bin die Taube. Ich bin hier verantwortlich für alle Tiere auf der Arche, auch wenn das keiner zu schätzen weiß. Und diese beiden Pinguine, sage ich Ihnen, die treiben mich zum Wahnsinn. Und der eine ist irgendwie ganz süß. Habt ihr einen Moment Zeit, um über Gott zu sprechen? Noah wollte schon ohne euch anfangen. Och, selbst die beiden Schildkröten waren schneller als ihr. Ja. Diesen Koffer wollt ihr doch nicht hoffentlich mit an Bord nehmen. Oh!